Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Anziehend, Ausziehend, der etwas andere Podcast für bewusstes Dating, Partnerschaft mit Tiefgang und erfüllte Sexualität. Und in der heutigen Episode soll es darum gehen, wie du in der Kennenlernphase Komplimente gut und richtig einsetzt, um das Eis zu brechen, um deine Wertschätzung auszudrücken, um im Idealfall natürlich auch das Herz deines Gegenübers zu treffen. Darum soll es heute gehen. Dazu möchte ich dir gerne 7 Punkte mitgeben, die du beachten solltest, wenn du Komplimente verteilst, damit das dann auch möglichst richtig beim Gegenüber ankommt und nicht nach Honig ums Maul schmieren und Schleimerei aussieht. Und welche das sind, das verrate ich dir im nachfolgenden Video. Wenn du das erste Mal hier bist oder vielleicht auch Wiederholungstäter oder Täterin, dann sage ich herzlich willkommen. Mein Name ist Maike. Ich bin Kopf und Gründerin von Herzgeflüster Single Coaching, dem Betreiber dieses Kanals und Podcasts. Und meine Mission ist es, dir auf dem Weg in eine erfüllte Partnerschaft deine Freude und Leichtigkeit wiederzugeben. Denn Dating, Partnersuche darf Spaß machen. Und vor allem soll es dir dabei auch gut gehen, statt Frust zu schieben. Und wenn dich das interessiert, wie ich arbeite, wenn du sagst, Mensch, ich möchte gerne mal auf meine ganz persönliche Situation mit dir schauen, um vielleicht die Abkürzung zu nehmen, damit du nicht immer und immer wieder dein Herz an die Falschen verschenkst, dann buch dir gerne dein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Den Link packe ich in den Infokasten. Ich freue mich, dich kennenzulernen, und wenn dir natürlich auch fällt, was du hier siehst und hörst, dann freue ich mich genauso, wenn du mir dein Like oder dein Abo schenkst oder dieses Video mit jemandem teilst, wo du sagst, der oder die könnte das gebrauchen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Meine Videos sind grundsätzlich geschlechterneutral. Das heißt, ich spreche jetzt immer aus der Sicht einer Frau, weil es für mich einfach einfacher ist und ich das Gendern auch nicht mag. Dreh es dir bitte so für dich um, wie es deiner sexuellen Orientierung entspricht. Das heißt nicht, dass hier Männer oder gleichgeschlechtliche Zuschauer nicht willkommen sind, aber dreh es einfach um, damit du den Grund dafür weißt. Und last but not least, mein Appell wie immer an dich, pick dir bitte nur das raus, was für deine aktuelle Situation hilfreich ist. Ja, und bau dir keine Luftschlösser und mach irgendwo was passend, wo nicht passend zu machen ist. Ganz, ganz wichtig. Bei mir ist es immer wichtig, dass du auf dem Boden der Tatsachen bleibst. Das möchte ich mit diesem Kanal erreichen. Ich möchte dir zwar Tipps und Motivation und Inspiration liefern, aber ich möchte dich definitiv nicht dazu animieren, dich in irgendwelche Luftschlösser zu katapultieren und rosarot zu sehen, wo es vielleicht besser wäre, die Beine in die Hand zu nehmen. Genau, so viel vorab. Wenn du Fragen hast, die dich aktuell beschäftigen, zu Dating, Single-Dasein, Sexualität, dann lade ich dich auch ein zu meinem neuen interaktiven und kostenlosen Format, immer montags, 19 Uhr. Du fragst, ich antworte. Love Talk nennt sich das Ganze, mein interaktives neues Format per Video-Meeting, wo wir uns dann face-to-face auch sehen, du mir deine Fragen stellen kannst und sofort eine Antwort bekommst. Diskret, offen, ehrlich und direkt. Also wenn dich das ruft, auch den Link packe ich hier unten in den Infokasten. Jetzt würde ich sagen, starten wir aber auch mal rein. Komplimente, wozu überhaupt? Was ist der Sinn und Zweck von Komplimenten, insbesondere in der Kennenlernphase? Ich hatte ja schon einen Punkt gesagt vorab. Komplimente haben natürlich die Funktion, das Eis zu brechen. Ja, eine Brücke zu bauen zu deinem Gegenüber, deine Wertschätzung auszudrücken, aber natürlich auch deine Zuneigung, deine Gefühle. Und das gilt natürlich immer im Leben, aber insbesondere in der Liebe. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, wie du Komplimente optimal einsetzt, damit die Wirkung dementsprechend auch positiv ausfällt. Und da bin ich schon beim ersten Punkt, das Thema Ehrlichkeit. Ja, wir kennen es alle aus dem Alltag oder vielleicht auch Ex-Beziehungen, wenn es dann zu dick aufgetragen ist. Oder es ist häufig, dass man dann ganz oft anfängt, das anzuzweifeln, was einem da jemand sagt, weil man das Gefühl hat, derjenige macht das nur um ein Ziel zu erreichen. Zum Beispiel bei Frauen, ne, der sagt das nur, um mich ins Bett zu kriegen, zum Beispiel. Ja, solche Sachen kennst du sicherlich auch. Also, erste Prämisse ist ganz klar,
bleib ehrlich. Ja, fang dann nicht an, irgendwelche Schleimspuren zu hinterlassen oder jemanden einzulullen, nur um damit einen Zweck oder Ziel zu erreichen. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Der zweite Punkt, den ich dir mitgebe, damit dein Kompliment auch glaubwürdig rüberkommt, ist der Zeitpunkt, wann du das sagst. Und das kann natürlich auf ein Date bezogen sein, ob du das vielleicht schon im Chat vorab machst, auf der Dating-App, per Messenger oder natürlich im persönlichen Treffen, aber auch so gesehen, ob du das beim ersten, zweiten oder dritten Treffen sagst. Ja, denn wir wissen es alle, wenn einer beim zweiten oder dritten Treffen schon bereits mit Liebesbekenntnis auf dich zukommt und ich liebe dich sagt oder gar einen Heiratsantrag macht, das sogenannte Love-Bombing, ja, wo dich jemand wirklich zuschmeißt mit Komplimenten, das ist zum Beispiel ein Negativbeispiel dafür, wo Komplimente definitiv negativ missbraucht werden, um zu manipulieren. Da gehe ich aber später nochmal drauf ein. Also achte darauf, dass der Zeitpunkt auch passt, dass die Situation einfach passt, in der du dein Kompliment deinem Gegenüber platzieren möchtest und nicht einfach aus der Luft gegriffen, völlig aus dem Zusammenhang und dann vielleicht auch völlig verfrüht. Ja, weil das schürt eher Misstrauen auf der anderen Seite, weil es vielleicht zu früh oder zu dick aufgetragen ist und wirkt einfach unglaubwürdig. Und das ist ja genau das, was du eigentlich nicht willst, sondern du möchtest ja was zum Ausdruck bringen. Genau. Also Ehrlichkeit, richtiger Zeitpunkt. Ganz wichtiger Punkt ist auch, vor allem beim ersten Date, so einen Punkt zum Beispiel auszulassen, Komplimente zur Figur. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel auf Herren mit leichtem Bauchansatz stehst und das ganz kuschelig und sexy findest und dein Gegenüber aber vielleicht schon lange damit unzufrieden ist, dann mag das zwar wohlwollend gemeint sein, wenn du diesbezüglich ein Kompliment loslässt, aber ich glaube, der Herr wird dann eher pikiert sein, weil der vielleicht schon lange mit seinen Kilos Extras kämpft und das nicht als Kompliment empfindet. Also so Dinge wie zur Figur würde ich auslassen, weil das immer so ein bisschen Konfliktpotenzial auch wirkt, weil man eben nicht weiß, wie derjenige selber zu seiner Figur steht und wie sein Selbstbild dazu ist. Wenn du unbedingt irgendwelche körperlichen Merkmale kundtun möchtest, die dir extrem gut gefallen, dann nimm zum Beispiel, ich nenne es immer neutrale Körperteile, wie zum Beispiel die Augen, die Hände, das Lächeln, ja, die Stimme, der Klang, wenn dir sowas gefällt, dann bezieh es darauf. Ganz wichtiger Punkt. Und der vierte Punkt werden wir auch dann, wenn du quasi von der Optik, von den äußeren Merkmalen, dann übergehst zu den inneren Werten. Weil innere Werte spiegeln definitiv ein tieferes Interesse von dir an deinem Gegenüber wider. Ja, also wenn du zum Beispiel lobst, dass jemand extrem aufmerksam zuhört, dass er dir interessierte Fragen stellt, dass er vielleicht irgendwie nochmal nachfragt, wenn du was in einem Chat oder Telefonat ein paar Tage vorher erzählt hast, dass ihr den gleichen Humor zum Beispiel teilt. Ja, sowas. Das wäre so der Bereich innere Werte, die ich dir empfehlen würde, sowas zu platzieren, um damit dann eben auch schon ein tiefergehendes Interesse an der Person auszudrücken, anstatt nur eine schicke Optik. Und was der Inhalt der Verpackung ist, eigentlich nicht so wichtig. Ja. Punkt Nummer 4. Punkt Nummer 5 ist, wenn du quasi Gemeinsamkeiten als Kompliment nimmst, um quasi auch eine Einladung für gemeinsame Aktivitäten auszusprechen. Was meine ich damit? Wenn dein Gegenüber zum Beispiel sich fit hält mit Joggen, ja, mal so als Beispiel, und du bist zum Beispiel auch eine passionierte Läuferin, machst das auch gerne, dann kann man zum Beispiel sowas einstreuen wie, Mensch, ich finde das toll, dass wir die Leidenschaft zum Laufen teilen, zum Jogging teilen. Was hältst du davon, wenn wir demnächst mal gemeinsam Strecke XY zusammenlaufen? Weil die wollte ich schon immer mal ausprobieren. Oder sowas. Ja, also das hat zum einen Kompliment, zum anderen aber darin auch enthalten schon so ein Signal, hey, ich möchte was mit dir zusammen unternehmen und schon auch so ein bisschen in die Zukunft weisen. Zwar ganz vorsichtig,
Ja, das ist ja jetzt noch nicht irgendwie, ich möchte eine Beziehung mit dir, sondern hier geht es ja erstmal nur um ein gemeinsames Hobby, was ihr teilt und was man auch durchaus gemeinsam ausführen kann. Das Jogging ist jetzt nur ein Beispiel für ganz viele Sachen, nur damit du mal verstehst, was ich meine. Also sowas würde ich auch nehmen. Also dafür würde ich ein Kompliment auch nehmen, um im Grunde auch gleichzeitig so eine Einladung für ein gemeinsames Erleben des Hobbys auszusprechen. Und damit noch mehr das Eis zu brechen. Und der sechste und auch ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich die richtige Dosis, was ich auch eingangs schon sagte bei Punkt 1 mit der Ehrlichkeit. Ja, dass du das nicht sagst, um dein Match oder Date zu manipulieren, sondern wirklich ehrlich aus tiefstem Herzen. Oscar Wilde hat mal ein Zitat gesagt, ne? Komplimente sind wie Parfum, sie dürfen zwar duften, aber sie dürfen nicht aufdringlich sein. Und genauso ist es mit Komplimenten auch. Sehen Kompliment immer so als kleines Highlight im Alltag an, um eine Freude zu bereiten, um Wertschätzung auszudrücken, um eine Brücke zu bauen, das Eis zu brechen. Ja, aber wenn du da jetzt um die Ecke kommst mit 25 Komplimenten am Tag wegen jeder Kleinigkeit, dann würde ich irgendwann vielleicht auch ein bisschen anzweifeln, ob das echt ehrlich gemeint ist oder ob dahinter nicht regelrecht ein Plan steckt, den du da mit mir ausheckst. Also richtige Dosis, Punkt Nummer 6. Und Punkt Nummer 7 finde ich auch einen ganz wichtigen Punkt, ist nämlich, dass Komplimente annehmen dürfen. Und einfach sich darüber mal freuen. Ja, also wenn du ein Kompliment bekommst oder auch deinem Gegenüber ein Kompliment machst, dass dann nicht gleich so eine Art Druck oder Zwang entsteht, oh, jetzt muss ich dem anderen aber auch was sagen, was mir an ihm oder ihr gefällt. Ja, sondern dass du auch durchaus das einfach mal annehmen darfst, dich bedanken darfst und ja, einfach mal einen Moment da drin baden darfst und das genießen darfst, dass jemand dir für irgendwas an deiner Person oder an deiner Optik ein Kompliment macht. Weil wir neigen ganz oft dazu, vielleicht kennst du das auch, du bist in so einer Situation, du bist aufgeregt, du bist vielleicht auch angespannt und dann kriegst du ein Kompliment und dann ist es dir vielleicht im ersten Moment unangenehm und im nächsten Moment hast du vielleicht für dich das Gefühl, du musst dich jetzt in Anführungsstrichen revanchieren und dann kommt sowas, ja, aber du hast doch auch das und das, das finde ich ganz toll bei dir. Spar dir das. Ja, also platziere das dann lieber wirklich in einer anderen Situation, wo es vielleicht besser hinpasst und mach dem anderen dann noch Freude. Und das war jetzt Punkt Nummer 7. Genau. Also das waren so 7 Punkte, wie ich finde, wo du mal darauf achten solltest, wenn du Komplimente nutzt in der Kennenlernphase, um eben als Mittel deine Gefühle auszudrücken, Kontakt herzustellen, dann beachte diese Punkte bitte, damit es dann einfach auch glaubwürdig, authentisch und so richtig aus dem Herzen kommt. Und ein wichtiger Punkt möchte ich auch zum Ende noch anmerken, ist das Thema Lampenfieber, was wir ja alle auch haben, gerade wenn es ums persönliche Date geht und man steht seinem Gegenüber auch, ja, davor. Gegenüber, so wollte ich sagen, seinem Gegenüber gegenüber, bisschen doof gewählt, aber du weißt, was ich meine. Ja, dann ist natürlich ganz viel Aufregung dabei und dann kommen auch manchmal so Unsicherheit, soll ich es sagen, soll ich es nicht sagen und manchmal beißen wir uns dann auch auf die Zunge und ärgern uns vielleicht insgeheim, wenn wir abends nach Hause gehen und haben es dann doch nicht ausgesprochen. Und da möchte ich dich ermutigen, Lampenfieber ist ja auch eine Form von Wertschätzung, denn wenn es dir so egal wäre, dann wärst du ja auch nicht so total aufgeregt. Und dann nimm es einfach spielerisch, sei auch da ehrlich mit deinem Gegenüber und sag das auch. Ja, sag auch gerne, ey, du bist so ein bisschen aufgeregt, du würdest gerne mal was loswerden, aber du weißt irgendwie nicht wie. Weil das macht menschlich. Das macht menschlich, das macht sympathisch, das macht auch einfach unperfekt. Ja, weil wir kennen solche Situationen ja alle. Und das finde ich am Ende schöner, da ehrlich mit umzugehen, mit deiner Angst, mit deinem Lampenfieber, anstatt dir auf die Zunge zu beißen, dich hinterher zu ärgern, dass du es nicht ausgesprochen hast. Denn wer weiß, wenn es vielleicht bei einer Eintagsfliege bleibt und du dein Gegenüber nie wieder siehst, weil es dann doch nicht so der Knaller war, dann finde ich es trotzdem immer für einen selber auch schöner, wenn man das Gefühl hat, ich habe es gesagt. Ja, ich schleppe das jetzt nicht mit mir rum und denke dann im Nachgang, oh, hätte ich doch mal, hätte, Fahrradkette. Ja, vielleicht kennst du das auch.
Also trauen wir uns doch mal, das dann auch mitzuteilen, was wir denken und fühlen. Ganz egal, ob man denjenigen nochmal sieht oder ob es einfach nur ein einmaliges, nettes Treffen ist. Denn irgendwas nimmst du aus jedem Treffen einfach immer mit als Geschenk. Und sei es nur eine andere Sichtweise, eine nette Unterhaltung, vielleicht eine neue Location, die du dadurch kennenlernst, ja, was auch immer. Das war's heute nochmal, passend zur letzten Podcast-Folge vom Flirt. Die verlinke ich ja auch nochmal, also schau auch da gerne mal rein. Ja, weil Komplimente sind ja ein Teil vom Flirten. Mir war es aber wichtig, da heute nochmal separat drauf einzugehen, weil ich weiß, dass wir uns unglaublich schwer tun, das auszusprechen und manchmal auch nicht so richtig wissen, wie und wann. Und deshalb dachte ich, führe ich dir heute mal so ein bisschen meine persönlichen und auch aus meiner Arbeit, die ich immer wieder höre, meine Top 7 Punkte auf, die es dir leichter machen, Komplimente wirklich bewusst zu platzieren, um auch ja, die Wirkung nicht zu verfehlen. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen und gehört hast, dann freue ich mich, wenn du diesem Video ein Like oder ein Abo schenkst und natürlich auch nächstes Mal wieder dabei bist. Ich sage an dieser Stelle auch ganz herzlichen Dank für das Feedback, was mich überwiegend per E-Mail erreicht, für jedes Like. Ja, für jedes Abo und auch für alle Spenden, die mich erreichen, die ich natürlich auch in den Auf- und Ausbau meines Kanals stecke. Also damit gehe ich jetzt nicht zur Maniküre oder Ähnliches, sondern ich investiere es dann zum Beispiel in Technik, Equipment und anderes. Genau. Also vielen, vielen lieben herzlichen Dank hier an dich als Teil meiner Community. Und ich sage danke. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, auf die Liebe, weil du es dir wert bist. Maike.